Hallo liebe meine Leute, mein erstes Video auf diesem Kanal. Nicht wundern, dass ihr wackelt, ihr steht auf einem Karton, dass es halt höher ist. Ihr seid bei Stricken, ein bisschen Häkeln angekommen bei Sabrina Schulz. Bei Sabrina 7685. Mein zweiter Kanal, der erste benutze ich nicht mehr. Aus Gründen. Deswegen habe ich mir einen neuen Kanal aufgestellt. Und deswegen heiße ich jetzt auch anders. Ja. Ich habe. Also, ich werde den alten Kanal nicht hier in die Infobox reinstellen. Also, ganz sicher, nein. Deswegen werde ich aus dem alten Kanal welche auch hier vorholen. Also heute von meinem eigenen Kanal kommen eine Sache zum Vorschein. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber das werde ich nochmal erzählen, also was denn aus dem alten Kanal ist. Also ich werde für Weihnachtssachen, für diejenigen, keinen Namen sagen, sage Geschenk 1 und dann werde ich das Geschenk komplett durchmachen. Ich habe fertige Sachen. Ich habe angefangene Sachen und geplante Sachen. Werde ich alles so sagen. Und ich habe von meiner lieben Mami, habe ich natürlich Wolle bekommen, also Geschenke bekommen. Die schon benutzt sind, ist auch nicht schlimm. Und welche, die ich... Entschuldigung, die ich auch als Reste Wolle knüllen nehme und dafür habe ich eine Kiste. dafür kriegt sie Topflappenwolle, also Baumwolle, Baumwolle. Es ist schon Spätabend, wir haben Todessonntag. ja, und ich habe noch was Fertiges, was ich heute fertig gekriegt habe. Und natürlich, was ich flüssig hochgemacht habe. Ich habe nicht alle Etiketten mehr, aber wenn ich welche habe, werde ich euch das natürlich sagen. Ich habe auch von jemand anderes, also von das Geschenk 1, habe ich Wolle bekommen. Ja, das werde ich schon mal sagen. Ich habe alles nur selbst gekaufte Wolle oder geschenkte Wolle. Aber von irgendjemand anderes gar keine Wolle bekommen. Das wollte ich euch nur nochmal sagen. Und wenn ich von derjenigen schon was gestrickt habe aus der Knäuel, die übrig geblieben sind, werde ich euch das auch sagen. Die steht alles so auf einer Kiste, also von einem Deckel von einer Kiste. Die werde ich auch nachher zeigen. Ich habe ganz viele angefangene Sachen und die auch schon fertig sind. Ich habe 3, 4 Kisten und mir fällt gerade bei. Ich glaube, ich habe eine Sache nicht mehr da. Aber macht nichts. Dann werde ich sie nachher holen. So, wir fangen mal mit Geschenk 1 an. Sind schon mal Topflappen. Das Schwarze habe ich gekauft. Und das rot-blaue habe ich geschenkt bekommen. Es sieht so aus und so. Es sind 75 Maschen von hier bis hierhin. So rumzeigen. Dann tut man 3 Runden so stricken. Tut ab der 3. Runde oder nach 2 Runden, je nachdem wie ihr wollt, abnehmen. Also 30 Maschen stricken, 15 Maschen abnehmen und wieder 30. Und jede 2. Runde abnehmen. Das ist das Erste. Und das zweite. So. Die schwarze Wolle ist aus 100% Baumwolle. 115 Meter auf 50 Gramm. Und die ist vom 1-Euro-Laden. Hat nur 1 Euro gekostet. Nicht alles, was so im 1-Euro-Laden ist, kostet auch 1 Euro. Ich habe auch mein Stativ, was ich gerade auch benutze, auch in 1 Euro lang gekauft vor einem Jahr. Das gibt es immer noch.
Hier steht sogar nur Garne aus einer Partie verwenden. Und die Firma heißt Classic. Und das ist halt die schwarze Wolle. Dann habe ich schon mal eins weg. Die kann auch weg. Schmeiße ich auch weg. Die schmeiße ich jetzt einfach runter. Weil ich eher nachher voll muss oder spitten wird. Morgen mache ich das. Dann haben wir noch einmal Topflappen, die gleiche, nur aus den Teddyland. Habe ich auch gleich. Das sind 25 Gramm auf 45 Meter. Ist genauso gestreckt. Jedenfalls heißt es ist aus dem Teddy My Bussi Original Nummer 5. Farbe 513, Löwenzahn, Partie 005. 57% Baumwolle, 43% Polyamid, hat 1,50 € gekostet. So sieht das aus. Ich habe auf dem Instagram-Profil, glaube ich, bestimmt reingestellt von den anderen Farben. Ich glaube, ich habe früher blau von der, also vom Teddy gekauft. Und blau daraus gestrickt und irgendeine andere Farbe, glaube ich. Jedenfalls kann ich die auch wegschmeißen. So, fangen wir jetzt mal an. Wir sind immer noch Geschenk 1. Das ist mein Marker für die Runde. Und hier habe ich irgendein Scheiß. Okay, Scheiß sagt man nicht. Ein Mist gemacht. Also ich ein bisschen bereue, aber das werde ich später ändern, also wenn ich hier alles vernähe. Das Bündchen ist bei 5,5 cm und von Bündchen bis zur Spitze, also bis zur Hacke gemacht wird, sind 10,5 cm. Es ist genauso, also bei jeder, also was ich jetzt gestrickt und gezeigt habe, ist genau alles vorgezeigt, also genau die Farbe. Ich habe 10, also 40 Mal schon hier aufgenommen und habe jetzt, weil sie echt einen dünnen Fluss hat, habe ich jetzt auf jeder Nadel 8 Maschen dran und werde jetzt noch 19 cm stricken. Und zwar ist die Wolle, also das Blaue, das Dunkelblaue natürlich, aus dem Fennigpfeifer von Gründel. Hat 50 Gramm auf 133 und hat eine 100% Pryakrie und heißt Lisa Gründel Uni. Ich kaufe ich gerne also die von der Firma. Ich finde die Farben auch sehr schön. Die behalte ich noch, weil ich ja noch das nochmal zeigen werde, wenn ich es nochmal zeige. Und das hellblaue ist von Sinsemann Super Soft 89 Cent. hat 50 Gramm auf 199 Meter. Hat eine Nadelstärke 3 bis 4 und die hat eine 3,5 bis 4,5. Okay. Möchte ich gerade nicht. So. Ja, da sind wir jetzt bei Geschenk 1 fertig. Und werde jetzt bei. Also, das ist auch ein Mitnahmeprojekt, also natürlich. Und ich habe von Lisa Premium alles aufgewickelt, also den Knäuel. Ich habe da, glaube ich, fast zwei Knäuel hingekriegt, sind zum Aufwickeln und ist in einer Waschtasche drin, die echt sehr praktisch ist. Und da ist auch sicher aber noch einen anderen Knäuel drin, von der gleichen Partie, vom Hellblau. Und die Spitze wird nochmal dunkelblau, also komplett alles, also den Anfang und den Ende wird mit dunkelblau und der Rest ist hellblau. Das ist ein Mitnahmeprojekt für meine Ausbildungsstätte, also wenn ich in meiner Ausbildungsstätte drinnen bin. Oder wenn ich in der Schule
Oder wenn ich im Bus, Bahn oder ab und zu mal im Zug sitze. Weil ich Praktikum habe und Berufsschule, weil ich eine Ausbildung mache. Deswegen. Ich bin sehr stolz darauf, da zu arbeiten. Noch für ein paar Monate. Ja, fangen wir jetzt mal an mit Geschenk 2. Ist natürlich alles schon in einer Kiste. Das ist alles nicht so leicht vergessen. So. Die Wolle ist genauso gleich, die also schwarze, und die Lirne ist genauso vom 1-Euro-Laden. Ich habe einmal Perlmuster. Ich glaube 30 Maschen aufgenommen bei der. Oder ich habe, glaube ich, habe hier oder hier 30 Maschen. Und das ist kreuz rechts gestrickt. Also beide Ränder sind gehäkelt. Und bei der anderen blau-roten habe ich gestrickt. Und natürlich habe ich hier einen Haken auf allen Beinen. Der eine ist etwas kleiner als der andere. Und deswegen kommen die alle in ein Geschenk, weil es für zwei Personen. Die können sich darüber kloppen, was sie bekommen. Aber so sehr kloppen glaube ich mal nicht, dass sie es machen. Ja. Und zwar werde ich jetzt über das Nähen erzählen. Ist natürlich auch wieder 1-Euro-Laden von Classic. 115 Meter auf 50 Gramm ist 100% Baumwolle und wieder 3 bis 4 Stärke, also Nadelstärke. Kann ich jetzt auch wegmachen. Und zwar stricke ich jetzt noch aus dem, also für das Geschenk 2, stricke ich nochmal 2 Topflappen. Einmal wird das kurz rascheln. Aus dieser Knäuel. Das ist 100% Baumwolle. Partie 7, also 07, Farbe 450, 50 Gramm auf 125 Meter. 2,5 bis 3,5 die Nadelstärke. Ist gekauft bei Rudis. Und ich zeig euch nochmal einen anderen Knäuel, also genauso von Rudis, aber nur Tick heller. Und zwar ist es auch in einer Waschtasche. Und zwar in einer Playboy-Tasche, die echt viel leihen musste. Die habe ich ständig irgendwie mit. Und zwar wird es wieder in das Muster gestrickt. Diesmal wird es kein Spaß umrandet. Und zwar zeige ich jetzt euch mal den Unterschied zwischen der einen Farbe und der anderen Farbe. Und zwar ist das der Unterschied. Ich habe noch einen anderen Knäuel. Der liegt aber da vorne und gehört zu meiner Mama. Knäuel. Sind beide bei Rudi gekauft. Und das ist genauso und die Partie von der ist 07 und die Farbe ist 665. Ist genauso alles. So sieht das, der Code, EAN, keine Ahnung, aus. Ja, also ich finde auf den Häusern 3, also die Stärke 3, ich finde, ich ist echt scheiße zu stricken. Also Mist zu stricken. Weil es rutscht nicht so gut. Das ist von meiner Mom der Knäuel, also die Stricknadel, und ist auch ein Mitnahmeprojekt. Nämlich gerade so auf der Strecke von Cottbus nach Spremberg und wieder zurück stricke ich das. Ja. Behalte ich trotzdem noch für das nächste Mal. Und packe jetzt das wieder ein.
Jetzt fangen wir das Geschick 3 an. Meine Notizzettel habe ich natürlich auch hier. Und zwar die Socke blau. Ist aus dem Norma-Wolle. Die kostet, also ist nicht immer ein Angebot, also nicht immer ein Angebot, aber wenn sie mal ein Angebot ist, hole ich mir die für 900 Gramm, für 9,99 € oder für 800 Gramm. Ist eine Schuhgröße 42. Ich schreibe bei jedem Schuh, also bei jedem Socken die Schuhgröße auf, bei denjenigen, sonst mache ich es nicht. Das Bündchen ist 3,3 cm. Bis vom Bündchen bis zur Hacke sind es 8 cm und dann sind es 20 cm zum Abnehmen. Das ist eine Schuhgröße 42. Und das hier habe ich etwas länger gestrickt. Ist eine 5 cm das Bündchen, zwei Runden per Muster. Dann habe ich mich doch umentschieden. Und weil es ja gleich aussehen sollte, natürlich, habe ich das das komplett vom Bündchen bis zur Hacke 12 cm und 42,5 cm genommen. Habe ich da 20 und hier 20. Aber es ist die gleiche Länge. Eigentlich. Ist eigentlich die gleiche Länge. Ist auch eine Schuhgröße 42. So. Das ist halt das Geschenk 3. Fangen wir jetzt mal wieder zum Einpacken ein. Ich habe von denen noch ganz viel, weil ich da viel ausstricke. Geschenk in gar kein Karton, aber Geschenk Nummer 4 ist ein Netzwerkmuster. Ich habe schon die hochgeschrieben, weil die noch flüssig ist. Die habe ich vor dem Video gemacht, darunter ist Pappe gelegt. Ich habe bei dem Bündchen habe ich 5,5 cm, dann bis zur Hacke 10 cm und bei 19 cm abgenommen. Ich habe 8 Maschen pro Nadel aufgenommen, bei 2. So sieht der andere aus. Der ist bei, immer noch, bei Lisa Premium, dunkelblau. Ja. Dann Geschenk Nummer 5. Warte. 1, 2, 3. Ja, Nummer 5. Ist aus Restenwollknäuel gestrickt. Und natürlich sollen die ja auch gleich aussehen. Das habe ich von Geschenk Nummer 1 bekommen. Ich dachte mir so, wenn die Sockenlänge nicht reichen tut, also die Farbe von der Sockenlänge, mache ich von dunkellila auf helllila und von dunkelblau auf hellblau. Aber natürlich hat alles gereicht. Zwar ist das Bündchen von derjenigen 5 cm, dann 11,5. Und dann habe ich halt, dachte ich mir so, dann tue ich lieber das umändern und habe abgenommen bei 16,5. Also ich habe hier bei helllila abgenommen und bei der dunkellila habe ich dann die Hacke gemacht. Das ist eine Schuhgröße 31, so sieht die andere natürlich aus. Hat eine gleiche Länge, also von der Farbe her. Ich habe wirklich beides halbiert, vom Knäuel beides aufgewickelt und bei jeder Farbe genauso. Und immer so Schritt für Schritt und nicht so. Es dauert einfach viel zu lange, aber ich kann es nicht anders. Ja, deswegen habe ich daran echt länger gesitzt. Dann habe ich noch für jemanden ein Geschenk, aber nicht für Weihnachten.
sondern für Katze. Ich habe es schon ewig versprochen, dass ich es mache, aber ich habe es nie gemacht. Und jetzt weiß ich, wo da noch Knoll ist, die ich gerade gesucht habe. Wo ich jetzt den Beutel gerade in der Hand habe. Ist hier noch was Wichtiges? Das kommt dann nachher wieder hier rein. Und zwar wollte diejenige schwarze Wolle haben, also nicht haben, sondern gestrickt haben und pinke Wolle für eine Katze, eine Katzendecke. Und zwar ist die Katzendecke, sieht die jetzt so aus, sie durch den Löchern so halbwegs. Und wäre jetzt genauso die gleiche Länge wie hier stricken. Und darunter werde ich dann nochmal, dass es besser aussieht, dass diese Abkantungen besser zur Geltung und schöner aussieht, werde ich nochmal ein paar Zentimeter länger, also breiter stricken. Und das ist jedenfalls die Vorderseite. Und das ist die Rückseite. Stricke auf 3 Zentimeter, also 3 Millimeter Nadeln. Die Wolle kommt aus dem Zehmann. Der Lot ist die 3282. Der Preis ist natürlich 0,99 €. Der Händler heißt, also die Knäuel heißt Royal. 100 Gramm auf 241 Meter und die Nadelstärke 4 bis 5. Und ich stricke natürlich 3. Der pinke Knäuel ist von Pfennigpfeifer. Ich kann aber nicht mehr sagen, also die Meterzahl kann ich noch sagen, aber Farb und Partie nicht mehr. Das ist jedenfalls pink. 50 Gramm auf 133 Meter. Habe dafür 2 Knäuel gebraucht. Ja, das ist jedenfalls ein Geschenk für jemanden. Das weiß ja auch. Die wartet schon. Seit Monaten, seit Juni habe ich so versprochen, dass ich das mache, weil sie von mir mal eine Katze bekommen hat, weil ich mal ganz viele Katzen hatte und jetzt nicht mehr. Aus Gründen. Dafür habe ich mein Lieblingspapagei noch, das ist schon mal schön. Und zwar geht es jetzt weiter. Ja, was jetzt noch gestrickt ist oder so? Muss mal gucken. Oder fange ich jetzt mit dem geschenkten Knäuel an? Ich mache es bei meinem Christdeckel, wenn der Besuch mal kommt. Also, das interessiert uns noch nicht. Auch noch nicht. Das Einzige, was uns gerade interessiert, ist das Einzige. Zwar ist das so eine Restedecke. Die ist so lang. Die Umrandung werde ich wahrscheinlich, weiß ich noch nicht, aber wird eine Umrandung geben. Von unterschiedlichen Herstellerknäueln, die ich selber gestrickt habe, die meine Mom gestrickt hat, die Knäuel, und daraus nur noch Reste oder die ich gar nicht mag, wie dieser Knäuel hier, mag ich gar nicht, habe ich daraus gestrickt. Ja. Und zwar sind das 2, 4, 6, 8 Quadraten. Und ich glaube, da mache ich nochmal 8 insgesamt, also die 8x8 Meter so. Oder ich werde 8 und 6 Meter, je nachdem, muss gucken, wie meine Couch so breit ist. Jedenfalls werde ich ab dem 1. Dezember jeden Tag bis zum 24. ein Knäuel daran stricken. Jetzt
zeige, also wenn ich diesen mache, also jeden Tag ein Knoll ranstricken, so ein Kästchen von dem Knoll, besser gesagt, ein Kästchen pro Tag stricken, werde ich das markieren bis zum nächsten Video. Also ich mache mein Video monatlich, weil ich nicht anders kann und nicht so viel Zeit habe. Ja, fangen wir mal so an. Und zwar ist das so mein lose Zettelzeug. Nächsten Monat werde ich gar nicht ziehen. Ich werde auch diesen Monat nicht ziehen, welche Knöller rankommen. Weil ich brauche ja 24 Knöller und ich weiß, dass ich viel habe, wie zum Beispiel dieser Knoll. Ist viel, dieser Knoll ist viel, dieser Knoll wird viel sein. Davon habe ich zwei Stück hier. Also hier habe ich auch noch einer von den ganz kleinen Mini-Teilen. Schwarz habe ich noch ganz viel. Blau habe ich auch noch ganz viel. Und zwar sieht es so mein Knollkorb aus. Und daraus werde ich dann jeden Tag einziehen. Ja, jetzt werde ich noch euch zeigen, das liegt so schräg gerade so dazu, was das Geschenk 1 mir Restknoll gegeben hat. Und ich lasse es nochmal noch hier so liegen, weil das packe ich dann dahin. Und zwar sieht der bunte Haufen so aus. Der hier ist nicht so knallig, wie der gerade hier aussieht. Aber der hier ist knallig. So sieht der von oben so halberwegs aus. Dahinter hier ist hinten nichts. Und schwarz und weiß ist das letzte. Die paar 2, 4, 6, 13 Knäule. Eigentlich hätte ich 17 Knäule von der Wolle bekommen. Aber ich habe ja daraus 4 Knäule draus gestrickt. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viel Knäule von ihr bekommen. Also zum Verstricken jetzt nur. Der hier ist nicht so knallig, wie der gerade hier so ausschaut. Der ist dunkler und genauso wie der hier. Der hier ist aber etwas dunkler Ton. Aber ist genauso wie der. Ein bisschen dunkler, aber so auch kräftig. Und hier. Noch. Weil wir jetzt so bei, was wir so geschenkt bekommen haben, werde ich jetzt noch weiter sagen, was ich zu Geschenk bekommen habe. Von dem Geschenk 1 habe ich natürlich den Knoll dazu bekommen als Geschenk, also zwei Knoll von denen. Von denen habe ich zwei Geschenk bekommen. Von denen habe ich zwei Geschenk bekommen von meiner Mom. Ich habe noch ganz viel. Ich habe eine ganze Tüte. Davon, hiervon, davon, schauen alle so gerade so aus, wie oft es sein sollte. Der hier, also warte, das kann ich sagen, 700 Gramm für 9,99 € vom Norma. Hier ist auch was rausgenommen. Und meine Wolle, die ich schon längst hatte. Die ich jetzt endlich mal bekommen habe, mal wieder. Waren das jetzt alle? Nein, das waren nicht alle. Mir fehlt so ein bunter Knoblauch. Das ist jetzt mal. Kann ich das reinpacken? So.
Und dieser bunte Knöchel habe ich noch dazu bekommen. Was ist das für ein Ehren? Mal gucken. Und zwar schenke ich meine Mom zu Weihnachten. Also in den Karton, wo ihr draufsteht. Einmal die hier. Und zähle. Dann werde ich. Hier sind zwei dazu und nicht dazu gekommen. Das mal. Ich habe die Kids mitgenommen. So ungefähr. Jetzt müsst ihr wieder nur gerade stehen. Und zwar ist das der Knoll. Dafür gibt es keinen schönen Knoll mehr. Also die Firma hat diesen Knoll nicht mehr bei Rudis. Es gab es nur noch die zwei. Ist mir auch so. Also der Knoll kriegt komplett meine Mom. Nichts draus gestrickt. Die hat meine Mom mir mal gegeben. Krieg sie wieder zurück. Die hat meine Mom mal wieder gegeben. Krieg sie auch wieder zurück. Komplett. Und zwar krieg sie noch den hier. Von Seemann die Wolle. Ich muss mal meine Stricknadel herausnehmen. Da kriegst du noch diesen grünen hier, diesen gelben, ein anderes gelb. Sieht auch von der Farbe her anders. Ein pinken und der blaue, den ihr beim Topflappen gesehen habt, den roten beim Topflappen gesehen habt, den lilanen beim Topflappen gesehen habt, den weißen, den ihr gar nicht gesehen habt. Und so ein Giftgrüne. Der ist dunkelgrün. Dunkel. Sehr dunkel. Dunkler als der. So ungefähr. Könnte es genau. Die kriegt alles. Meine Mom. Also, und die habe ich auch noch geschenkt bekommen. Mit dem Knoll zusammen. Mit die zwei noch dazu, die habe ich ja gestrickt. Und natürlich kriegst du auch 2x 8 cm. Ja, deswegen werde ich das alles in einem. Und also ich werde es noch nicht so entspannend entscheiden, welche die zwei anderen Farben wären. Von den Centstücken. Aber jedenfalls ist es ja schon sehr spät und es sind auch schon sehr viele Minuten vergangen. Dritter Versuch nach dem Cut. die graue Stricknadel sind Nadelstärke 3 und blau weiß ich leider nicht. Es kommt alles in eine Tüte hinein. Und von der Tüte kommen, also die Stricknadel und die Wolle, kommt alles in die Kiste, wo ihr gerade drauf steht und meine Kamera schief. Ich gerade. Entschuldigung, dass ich gerade so heimwegs. Hier wird die pinke Wolle in der Mitte wird das ausgestrickt, also eine Mütze mit weiß und pink. Von der gleichen Firma gekauft, also Annika Strickgarn, 100 Gramm, sprich 300 Meter. Wurde in Türkei hergestellt und 100% Polyester. Beides. Habe ich bei TD gekauft für 1 Euro, sprich 2 Euro. Nadelstärke 4 bis 6. Ich werde die natürlich in Nadelstärke 3 stricken. Und ich habe noch nicht eine Maschenprobe gemacht, aber macht dir nichts. Ja, fangen wir jetzt mit das andere Projekt an, was ich schon gestrickt habe. Aber noch nicht fertig. Meine Mom ist damit fertig und wir haben beide gemeinsam angefangen. Wird eine Decke 4 Teile. Ich bin bei 3 Teile und mir fehlt noch ein Teil. Zwar sieht die so aus. Es ist blau und zweimal weiß. Und dann wieder blau. Und zwar sind es bei mir 15 Zöpfen und was soll ich sagen? Sie ist fertig und ich noch nicht. Weil ich zu lange gebraucht habe. Und nicht so viel Zeit habe.
was soll ich noch sagen? Ich habe sogar die Decken hier. Ich habe die aber noch nicht vernäht, weil die alle einzeln gestrickt werden. Die blaue Wolle ist, also beide Wolleknäuel sind von Norma. Einmal in Blau und einmal in Weiß. Der Weiß ist schon alle und deswegen habe ich von McGuides, wenn die mal welche haben, so einen großen Knäuel 400 Gramm gekauft. Da ist noch was übrig, weil ich echt viel Weißstrecke. Eigentlich war ich so früher so der rote Typ, so. Und ich habe noch zwei rote Knäuel in groß, aber nicht mehr so viel. Aber naja. Fangen wir jetzt mal zu zeigen, die Decke. Also ich zeige nicht alles, aber nur so ein Teil. Und den blauen nochmal. Also wenn wir einmal weiß haben, dann brauchen wir nur einmal weiß jetzt zu zeigen. Das sind ja zwei gleiche. Zwar sind die Enden sehen so aus mit Blau. Und so sieht die regulär aus. Das sind 15 Zöpfchen. Perlmuster. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Also es sind fünf Reihen unterschiedlich. Ich glaube, hier sind 20. Und hier sind 20, glaube ich, nochmal. Und ab der 21. bis zur 51. Also ich tue mal zurück meine Nadel, mein Maschenmarkier, mein Rundzähler zurück machen. Ab der wartet mal. Ich glaube bei 41. Bei 22 bis 40. Oh, 41 tue, also 40, 41, 40 tue ich wieder umstellen auf 22. Ja. Es sind sehr viele Zöpfchen, 15 Stück. Und wir beide haben das gleiche Buch. Ich habe ganz viele Bücher vom Stricken und ich habe mir Freitag ein neues Buch gekauft. Und mein Strickheft, was ich jeden zweiten Monat hole, ist auch noch nicht da. Finde ich sehr schade. Und jetzt kommt ihr mal mit, weil mein Buch ist wirklich weit, weit, weit vorne. Und wieder hinsetzen. Ihr hoffentlich seid ihr noch nicht so der Typ zum Erbrechen. Und zwar ist das Mützen- und Schalstricken. Handarbeit. Habe ich bei Pfennigpfeffer gekauft für 1,50, sonst kostet es 5 Euro. Jedenfalls ist war es in der Werbung. Bei uns. Ja. Es sind echt schöne Teile da drin. Wie zum Beispiel, was ich sehr schön finde. Ich schnell mal suchen. Die Mütze und den Schal finde ich sehr schön. Der nächste von der Strickanleitung sein, weil hier sind echt die Bilder nur zu sehen, mit dabei. Dann finde ich die Mütze sehr schön. Also ich finde die Mütze viel schöner als der Schal. Irgendwie. Und ich finde diesen Schal sehr schön. Und hier finde ich noch was. Nö, das war's. Was ich eigentlich so schön finde in dieses Buch. Habe ich jetzt noch irgendwas zu zeigen? Ein Glück.
eigentlich jetzt nicht so. Es ist außerdem heute nur Totensonntag. Und ich habe Knieschmerzen gehabt und mich gerade ein bisschen setzen. Ja, was ich jetzt bis zu diesem nächsten Video schaffen möchte, ist die Mütze. Wenn ich jetzt nur noch die Kopfhörer kriege, dann wäre ich perfekt dabei. Es ist eine Kindermütze jedenfalls für das, deswegen. Dann jeden Tag einen Knöller anstricken. Dann die zwei, also dass die Socken fertig kriegen und das andere Sockenpaar davon fertig kriegen. Zwar den Topflappen fertig kriegen und das andere Paar fertig kriegen. Also dann haben wir einmal Socken, zwei Topflappen, eine Mütze, ein bisschen die Decke angefangen, die Reste der Decke per Knäuel rangestrickt. Und ich habe schon eine Liste für nächstes Jahr. Was ich dieses Jahr nicht geschafft habe, natürlich. Und zwar in meiner Wohnung suche ich gerade meinen Notizblock, den ich vorhin irgendwo gerade gesehen habe. Und unter der Kiste ist. Da sieht das so aus. Da steht Stand mal 2019, jetzt 2020, weil ich das alte, also was dieses Jahr war und noch ist, also schon hier dran gehofft habe. Ja. Und dann werde ich nochmal wieder eine Liste machen, was ich dann wieder auf dem Zettel für das nächste Video mache. Ja. Da kommt wieder die Tasche dran. Die Tasche wird wieder darauf stehen und die Mütze wird dann noch drauf stehen. Die Restedecke. Was ich dieses Jahr an Mustern kennengelernt habe, ist das Sternchenmuster, das Netzwerkmuster habe ich dieses Jahr kennengelernt. Was ich eigentlich nie gestrickt habe, also dieses Jahr habe ich dann auch gestrickt, die Hausschuhe. Die Herzwerbe, eine Tasche mal, Körper, habe ich noch nie gestrickt. Hier und das habe ich auch noch nie gestrickt. Und eine Decke. Und das alles habe ich dieses Jahr schon gestrickt. Ja. Die Herzferse ist wirklich bei jeder Ferse. Also ich kann nur zwei, die klassische habe ich früher kennengelernt. Und die Herzferse finde ich viel schöner. Deswegen, stricke ich bei jeder Ferse die Herzferse. Ja, und die Körbe werde ich dann zeigen, wenn, also liegen alle in so einer Kiste, sind aber auch nicht alle, werden in, ich glaube, so einen Ton gestrickt. Also ist jedenfalls so grün. Und es gibt einmal die normale Farbe und einmal eine bunte Farbe, wo mehrere Farben drinnen sind. Und jedenfalls ist es für meine Mom als Überraschung, dass sie nichts anderes benutzen sollte. Ja. Dann habe ich noch meine Liste für dieses Jahr so. Ja. Was ich alles abgehakt habe, habe ich dieses Jahr. Vielleicht streiche ich hier auch noch ein paar weg, aber. Ja. Dann überlege ich mir noch so, ich habe in meinem alten Video ich gesagt, ich werde Socken stricken, also sprich drei Socken für 10 Stück, 5, 2 und 1. Das eine wird in Türkis-Weiß, das muss ich nochmal neu stricken. Ich kann euch auch nochmal zeigen, warum, weshalb, wieso. Das ist das Sternchenmuster. Hab hier in noch Muster gestrickt. Aber es gefällt mir nicht so. Irgendwann habe ich so gedacht, so, ich stricke jetzt einfach nur so. Ja. Es gefällt mir auch besser.
Und ich habe, glaube ich, auch zu viele Maschen drauf gestrickt. Deswegen werde ich es wegschmeißen und mir ein neues stricken, was ich mir besser gefällt. Und die andere Farbe wäre dann auch in Orange. Aber ich weiß noch nicht mehr, welche Zentstücke. Es sind auch sehr viele Minuten vergangen. Ich weiß nicht, ob ich es gerade zu Ende gesagt haben konnte. Aber dann wünsche ich euch schon mal einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend. Aber ich sage jetzt so, weil es schon bei mir Abend ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag und Abend. Und ja, hoffe, ihr habt einen ruhigen, schönen, toten Sonntag gehabt. Dann sage ich mal Tschüss und zum nächsten Mal. Es wird immer jeden Monat, einmal im Monat gehen. Das wird kein Aussetzer mehr werden und ja, dann Tschüssi. Und beim nächsten Mal bei Sabrina Schulz. Ich hoffe, was war das? Ich hoffe, euer Video hat gefallen und mein Handy halt auch gerade weggeschmissen. Ja, jetzt halte ich es mit der Hand. Ja, dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Abend und ich hoffe immer noch, dass dieses Video euch gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat, oder gebt mir ein Kommi. Ich bin immer offen. Und es sollte auch so bleiben. Also sei ehrlich zu mir und ich werde es versuchen zu ändern.